Moin, hier ist Gambit Spieler und ich begrüße euch zu einer neuen Partie Let's Play Schach und diesmal eine englische Partie. Eine Eröffnung, die ich überhaupt nicht mag. Also ich mag die Sprache nicht, ich mag die Eröffnung nicht. Und ich bin mal gespannt, was wir da nachher am Ende serviert bekommen. Wenn es zum. Nein, es wird kommt nicht so. Ich dachte, ich wollte schon sagen, es wird die symmetrische Variante. Dann geht es eigentlich sogar. Ich spiele mich erstmal. Ich igel mich erstmal ein. Kann man das in D5 spielen? Ja, ich kann jetzt eigentlich D5 spielen. Oder blindlich. Nee, ich kann D5. Um das durchzudrücken. Und unterstützen werde ich da mit Läufer E6 den Bauern. Das riecht doch. Da kann ich doch jetzt D4 spielen, oder nicht? Die Diagonale? Er kann nimmt raus. Ne, er wird vorbeigehen. Wenn er vorbeigeht, nehme ich raus. Er nimmt raus, ich nehme raus. Ich kann auch raus. Ne, also ich denke, D4 kann nicht verkehrt sein. Weil ich da den Weißen hier beim Gegner frage, dass das Nötige sich zu entscheiden. Rausnehmen kann er mit meinen Augen nicht. Außerdem enge ich ihn doch ein bisschen doll ein. Und ich könnte jetzt theoretisch. Überlegen wir, er macht den, hat er nichts von. Andererseits mit B5 habe ich auch nichts von. Was könnte ich sonst spielen? Ich nehme den erstmal raus. Und dann könnte ich natürlich abtauschen. Möchte ich den abtauschen? Ich sage, ich möchte ihn nicht. Doch, ich möchte ihn, aber wenn, dann soll er abtauschen. Ich kontrolliere jetzt, will das C5-Feld kontrollieren. Gut, jetzt muss ich Turm E8 spielen. Gut, das könnte natürlich ein te wichtiges Tempo kosten, wenn er den jetzt rausnehmen sollte. Aber daran glaube ich nicht, weil. Na gut, die offene Linie kriegt er. Zumindest zwischenzeitlich. Also mit dem Abtausch habe ich jetzt nicht gerechnet. Soll mir recht sein. Erstmal damit C7, um danach B6 zu spielen. Damit C7 dient, eigentlich C6 zu decken. Aber erstmal die offene Linie kontrollieren. Ich möchte nämlich unbedingt jetzt in diesem Fall Läufer D6 verhindern. Um dann zu merken, dass ich einen gepatzt habe. Obwohl, nee, er darf ihn nicht nehmen, weil dann kommt Dame A5. Und dann ist der Läufer weg. Das war jetzt glücklich, dass das geht. Muss ich jetzt zugeben. Also er kann ihn nicht nehmen. Er könnte natürlich tauschen. Ich tausche. Aber ich komme doch zu B6. Der Läufer steht da einfach nicht gut. Der steht da einfach nicht gut. So, und jetzt vertreibe ich den Läufer. Was vielleicht so im Endeffekt eine dumme Idee war. Ich möchte unbedingt verhindern, dass er C5 spielt. Mit C5 hat er nämlich meine Bauernstruktur zerrissen. Und dann wäre wahrscheinlich der Bauer gefallen. So, und damit jetzt nichts mehr Böses anbrennt, tausche ich die Türme weg. Und besetze die offene Linie quasi.
Ich könnte natürlich auch überlegen, Taus, Taus, Dame, wird die Dame denn tauschen müssen? Dann habe ich es wahrscheinlich eher. Oh, sieht ein bisschen remisig aus. Ich entschuldige mich schon mal jetzt für die bisschen langweilige Stellung. Der Springer da hat ein gutes Feld. Aber tauschen wir erstmal die Türme weg. Jetzt wird er was. Die Dame tauschen. Und mein Ziel ist jetzt. Was ist jetzt mein Ziel eigentlich? Remis klammern? Sieht fast so aus. Ich sagte ja, Enges mag ich nicht, weil es doch ziemlich Klammeritis ist. So, welchen Plan könnte ich jetzt verfolgen? Also, der weiße Springer, also Weiß hat ein gutes Feld auf D5. Ich habe einerseits auch ein gutes Feld mit meinem Springer auf D4. Er kommt das schon rein. Ich brauche noch ein paar Züge. Gebe ich hier offen zu. Die Frage ist, ich müsste mit dem Springer hier und dann dahin. Na komm, wie viele Züge brauche ich? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also, ich habe so eine kleine Idee, dass ich eventuell auch mit B5 am Damenflügel spielen kann. Also, der Springer muss ja hierhin, also muss ich entscheiden, wohin gehe ich mit dem Läufer. Ich könnte natürlich hierhin gehen oder hierhin. Ich plane aber noch als Zweitidee, neben dem Springer dahin zu setzen, auch am Damenflügel zu spielen. Deswegen steht der Läufer auf C6 besser, wenn ich nicht gerade in der Gabe gelaufen wäre. Ups. Wenn ich nicht in der Gabe gelaufen wäre, wie ich schon erwähnt hatte. Also prinzipiell steht der Läufer auf C6 besser. Aber okay, das braucht man glaube ich nicht weiterspielen. Oder kann ich da noch irgendwie was machen? Nein, das Problem ist jetzt einfach, ich gebe ihm König, er nimmt den, der droht zu fallen. Ich müsste so ein theoretisches A5 spielen. Aber dann fällt der auch. Gut, die Partie ist weg. Glückwunsch. Ein böser Einsteller. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Euer Gamutspieler.